Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge der Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start in unserer Diamant-Lodge, in der wir ja schon ein paar Tiere geschossen haben. Und diese Woche können wir eins dazu platzieren, bevor es losgeht. Ich gucke mal, wo wir es hinstellen am besten. Kannst eigentlich hier mithängen, oder? Denn Diamant-Tar haben wir auch im Grind erwischt. Abseits vom Great One. Also auch ein weiteres Diamantier von Nepal. Wo es aber diese Woche hingeht, das fragen wir jetzt mal hier unser Glücksrad. Denn dann wissen wir auch, wo wir heute jagen sollen. Es wird nämlich Silver Ridge Peaks. Da sind wir letztes Mal gebrochen worden, weiß ich noch. Als wir versucht haben, die Bergziege zu jagen. Na dann, Feuer frei, würde ich sagen. Denn, ja, heute versuchen wir uns nochmal mit den Wapitis, maybe. Die haben ja auch hier eine Trinkzeit. Mittlerweile mit den Schwarzbären zusammen. Ist eigentlich ganz cool, ne? Dass die Schwarzbären hier dann auch jetzt im Hellen trinken. Für diejenigen, die noch Schwarz bei Great One suchen. Auf jeden Fall eine gute Option. Wir sehen hier schon auf jeden Fall gute Schwarzbären hier am Start. Aber weniger gute Wapitis, wie es aussieht. Denn die wollen wir eigentlich haben. Also im ersten sehr schon mal nicht fündig geworden. Allerdings ein paar Bären. Die bringen uns mal nichts, denn die haben wir schon als Deer. Bei den Wapitis haben wir nur den Rocky Mountain als Deer. Den, ne, gar nicht mal umgekehrt. Den Roosevelt haben wir, aber den Rocky Mountain Wapiti haben wir nicht in der Lodge. Sprich, der fehlt uns auf jeden Fall noch und wird uns hoffentlich besser gelingen als die Bergziege. Da hinten, da taucht der erste männliche auf, wenn auch nicht allzu groß. Aber den würde ich dann doch mal hier als erstes erlegen. Und ja, können wir auf jeden Fall mal hier die ersten Bärengebiete mit abchecken. Wer weiß, wofür es gut ist, aber ja, sind wir deutlich entspannter als damals in der Nacht hier zu jagen. Also Population Reset bei den Bären hier auf jeden Fall bei mir erfolgreich durchgekommen anscheinend, denn sonst wären die Bären nicht hier. Aber wir wollen den Wapiti dazwischen schießen. Dann nehmen wir natürlich die Asina, denn Klasse 7 ist da auf jeden Fall die prädestinierte Waffe für. Müssen wir nur noch gucken. Aber den Puls hier einmal ein bisschen normalisieren. Und dann sollte das auch klappen mit dem sicheren Schuss auf der weiten Distanz. Auch wenn er noch weit weg steht, aber droppt sehr schnell. Und damit der erste Wapiti, den wir hier erlegen konnten. Und die sind ja echt in der Sackgasse so ein bisschen gefangen, oder? Weil die Felswände dann noch nicht hoch können. Die müssen zwangsläufig da vorne raus, ne? Da muss ich nämlich jetzt auch rein. Schnappen wir uns also den Wapiti mal hier. Der hier liegt, wenn auch nicht allzu groß. Aber was willst du machen? Du musst ja die nehmen, die du kriegen kannst. Hier der erste mit einem doppelten Lungentreffer aus 250 Metern. Gar kein Problem. Da hinten sehen wir auch die nächsten schon durch einen Baum schimmern. Auch da wieder ein paar Bären am See. Aber vor allen Dingen auch ein paar Wapitis. Weiß nicht, ob da männlicher ist. Ich habe so im ersten Blick keinen gesehen. Aber erfahrungsgemäß haben wir neben sie eigentlich auch mehrere Trinkgebiete. Gucken, ob was passendes dabei. Junge, wie viele Bären hier sind, ne? Alter. Also, ich sag ehrlich. Da macht ja Bärengrind mittlerweile. Guck mal, alleine an dem Spot sind bei mir drei männliche Bären. Das macht ja sogar fast schon Bock dann. Wenn man hier Bären grindet. Junge. Ich will lieber Bären jagen anstatt Wapitis. Aber da bringt uns nichts, weil da. Die haben wir schon. Den Diamantbär. Aber hier drei Stück würde ich nehmen. Allerdings. Wie es aussieht, für mich hier allein noch irgendwas zu sehen, aber auch da wieder ein männlicher Bär. Da ist auch ein männlicher Wapiti auch, den wir schießen können, denn da hinten, das sieht nach weiblichen Tieren aus. Ja, noch einer auf der Flucht sogar, also da war noch ein zweiter irgendwo hier vorne in dem Gebiet. Junge, wie viele Tiere denn da sind. Die Bären hier so gestaffelt auf die Seen, die hauen auch gar nicht ab da hinten, ne? Ohne Witz, ich hätte mir damals gewünscht, auch einfach am Tag Bären jagen zu können. Das wäre toll gewesen. Aber so müssen wir uns hier mit den Wapitis begnügen. Auch in Ordnung. Hier nämlich der nächste, auch ein Dreier. Damit natürlich auch nur Silberwertung logischerweise und nicht so groß. Aber der nächste See, der ist hier direkt nebenan. Da können wir direkt mal hingehen und gucken, ob wir da das nächste Tierchen finden. Denn der sollte auf jeden Fall noch da sein. Drei Stück sind wir hier trinkend. Waren, glaube ich, auch noch männliche Beine. Ja, guck, siehst du hier. Eine ganze Gruppe anscheinend, die ich natürlich nicht gesehen habe.
Aber ich hoffe, dass wir da unten dann gleich welche finden, denn eigentlich da auch immer ein guter Spawn. Und vielleicht auch das passende Männchen. Und vor allen Dingen gucken. Guck mal, da sehe ich schon wieder Schwarzbären. Ja, oder jetzt. Also sehe ich schon fast Bock auf den Bärengrind, ne? Aber ich sag, Tal ist einfach geiler. Also erstmal kein Bärengrind. Weißt du, wie konstant die an die Seelen halt zurückkommen, ne? Also wie gut kann man ein Setup aufbauen? Manche meinen, dieses diese vier Seen-Methode funktioniert noch. Andere sagen, das geht nicht mehr seit dem Update. Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem Tiger, mit den drei Seen. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Vielleicht ähnliches Verhalten. Aber können wir mal aufbauen und vielleicht testen, wenn ich dann irgendwann mit dem Taren durch bin. Zwei Stück stehen da. Versuchen wir natürlich im besten Fall beide zu schießen, würde ich sagen. Also Asina raus. Null Distanz müsste passen. Ja. Oh, vielleicht lieber die 300er schießen. Und dann ein bisschen runterhalten. Ja, der droppt auf jeden Fall. Und der auch. Sehr gut. Beide erwischt. Beide getroffen mit guten Schüssen. Eins liegt auch da vorne an den Büschen. Das sehen wir schon. Und das andere irgendwo in die Tanne reingelaufen. Aber ich glaube, da sehe ich es auch schon liegen. Schimmert so was Weißes durch. Sah nicht aus wie ein Felsen. Sah ein bisschen nach Fell aus. Eine war ja auch ein bisschen heller. Das war Pity. Das hier ein bisschen dunkler gefärbt. Aber auch nur Silber. Wir kriegen mal ein Gold. War Pity irgendwo zu sehen. Bisher zumindest. Muss ja nichts heißen. Aber zumindest kriegen wir jetzt hier ein paar männliche. Denn der erste See, der war ja gefüllt mit weiblichen Tieren. Hier aber unser nächster. Auch wieder Silberwertung. Ein bisschen kleiner sogar als der andere. Und der Puma, der faucht. Also nichts wie weg hier. Auch hier scheinen Fährten zu sein auf jeden Fall. Von Vapetis. Da vorne 160 Meter. Der nächste See. Können wir vielleicht anhand der Pferden schon mal ein bisschen was ausschließen, denn bisher sieht es nach einer weiblichen Gruppe aus, die da zieht. Das hier ist sogar ein Puma. Der soll uns egal sein, aber bisher nur zwei weibliche Pferden, die wir da sehen konnten. Jetzt hat die Frage, wo die da trinken. Denn wenn die hier gerade trinken, wenn die hier ankommen, dann wird es natürlich ein bisschen tricky, dass wir die nicht spooken. Aber das werden wir dann gleich mitbekommen, denn dann müssten die mich jetzt so langsam hier mal warnen. Die weiblichen werden wir natürlich eh nicht schießen. Wenn wir Glück haben, vielleicht doch irgendwo ein männlicher, der sich da versteckt. Oder vielleicht noch ein beides trinken wieder in dem See hier, kann ja auch gut sein. Ja, Bären sind auf jeden Fall schon mal da. Aber Pity sehe ich noch keine, um ehrlich zu sein. Nee, nicht in der Lücke, die ich hier einsehen kann. Oh, da hinten kann ich irgendwas spotten. Das ist ein Bär. Ist irgendwas neben mir. Aber nee, auch ein Bär, der da wegzieht. Da springen wir Pity ab. Das war aber ein weiblicher. Haben wir gesehen. Da hinten stehen welche. Ja, allerdings auch alles weibliche, die hier sind. Okay, ich glaube, der See hier wird mir dann auch gar nichts bringen. Wobei, ne, guck mal da. Da sind auch männliche. Auf der Seite. Drei Stück sogar an der Zahl. Wie viele Bären sind denn hier? Junge, das ist ja. Also, das ist ja 10 von 10 besser als damals die Nachtzeiten, Junge. Da sind ja einfach 800 Bären in jedem Spot. Das ist ja geisteskrank. So, wir versuchen mal zwei da zu schießen. Fall bitte nicht ins Wasser. Das wäre nett von dir. Danke. Bleib da schön unten liegen. Wo kommen die jetzt einmal her da hinten? Ey, die waren doch gerade nicht da, oder? Nicht blöd. Das ist eigentlich selten. Er sieht so. Junge, ich sehe gefühlt zum ersten Mal Bären tagsüber. Alter. Für mich sehen die alle voll selten aus. Ist halt hier diese. Sieht aus wie diese braune Farbe da, oder? Was ist das für eine Farbe? Hm, vielleicht hau ich den mal weg. Vielleicht ist das ein Rare. Und der da oben ist auch nicht schlecht. 478. Hat, glaube ich, sogar. Boah, kann sogar Dia-Potenzial haben, aber wird es natürlich nicht machen, weil er ein Vierer ist. Aber ich versuche mal, den Bär da mitzuschießen. Und den hier auch. Okay, Bär getroffen. Und den auch getroffen. Holen wir uns gleich. Kann wir der Bär da, was der für eine Fellfarbe hat. Ich kenne die alle nicht. Ich kenne ja nur bei Nacht. Bei Nacht sind die alle gleich. Da hast du nie gesehen, was du geschossen hast. Vorher aber holen wir uns natürlich hier die beiden anderen Mapetis. Einer ist mit den Hügel hochgelaufen irgendwo. Wenn wir uns ja auch noch schnappen. Hat, glaube ich, auch einen guten Treffer sitzen gehabt. Aber der hier
Auf jeden Fall hier unten schon verendet. Auch Silberwertung wieder. Ich glaube, das senden wir dann erste Gold auch die Runde. Denn da haben wir bisher auch noch keinen von gesehen. Jetzt erstmal hier bei die Schweißpferde finden, denn die sehe ich gerade auch gar nicht. Wusste ja. Mal eben den Hund hier fragen, mein Freund. Der mir vielleicht hier zumindest die ersten Anhaltspunkte geben kann. Ah, ja, perfekt. Da ist er ja. Oh, aber sehr niedriger Blutungsgrad. Haben wir den nicht gut getroffen, oder was? Ist aber tatsächlich tot. Aber der wird dann ein paar Meter gegangen sein. 0-25%. Müsste also hier liegen. Und dann können wir da zurück zu dem See einmal und uns da dann die Evapilizol Maultier hier springen uns auch nicht. Den haben wir schon als Dia an der Wand hängen. Brauchen wir nicht mehr in der Lodge. Und dann mal gucken, was der Bär da für eine Farbe hat. Kann ja auch gut sein, dass wir da tatsächlich irgendwo einen Rare haben von den Bären. Denn, ja, gab ja wie gesagt ein Population Reset mit dem Update. Und das heißt, einmal komplett alle Bären gelöscht und wieder neu auf die Karte gestellt. Und dementsprechend bei allen, die einmal gelöscht werden und auf die Karte gestellt werden, auch durchaus immer die Chance, wie als wenn man halt neue Karten erkundet, wo dann auch immer diverse Rares und Dias noch vorhanden sind, bis man sie dann geschossen hat. Junge, 0-25%. Geht der aber jetzt hier noch 80 Kilometer oder was? Ich laufe dem jetzt hier bis bei 0-25 daher und der macht hier noch die Tour des Silver Ridge Peaks oder was? Nochmal den Berg komplett nach oben. Will er nochmal zum Gipfel? Ja, da vorne liegt er. Was eine Tortur hier. Aber wie habe ich den denn getroffen? Guck mal, wie weit er. Der ist einfach 500 Meter gelaufen. Wie weit ist der denn gekommen? Das war sein Plan. Da müssen wir richtig scheiße geschossen haben. Ah, er hat sich weggeduckt. Das war das Problem. Ich war eigentlich gut drauf, aber dann hat er wieder den Abspringer gemacht. Und dann haben wir nur noch Schulterblatt und Wirbelsäule getroffen. Ah, lieber Pitti, sind sogar wieder zurückgekehrt da hinten schon. So lange waren wir jetzt hier unterwegs. Das heißt, wir können uns gerade auch noch einen dritten nehmen. Gebiet müsste eigentlich dann noch da bleiben, wenn nicht, ist auch egal. Warum man es nicht zwingt. Aber einen dritten Männlichen schießen wir da auf jeden Fall noch. Oh, guck mal, der Bär sieht da ganz anders aus, ne? Das ist so ein normaler Bär. Der gerade so anders aus, fand ich. Gucken wir uns gleich an. Was wir da haben, wir schießen jetzt erstmal noch den. Oh, der hat nicht gepasst, der Star. Doch, droppt. Ich wollte gerade sagen, allzu schlecht habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Hätte mich gewundert, falls er da doch ein bisschen schlechter gewesen wäre. Oh, da ist auch ein männlicher. Wo ist er denn? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, hallo. Auch ein Vierer tatsächlich. Der da vorne sein Unwesen treibt. Genick Schuss. Geht immer, sage ich. Die da hinten kommen schon wieder runter, oder was? Also ich weiß nicht, was deren Plan ist. Junge, jetzt kommen die schon wieder. Jetzt kommen die einfach schon wieder. Aber wo ist vor allem auch mein männlicher Wapiti hin? Das wüsste ich auch mal gerne, um ehrlich zu sein. Ja, wir haben ja einen da auch noch geschossen gehabt. Ah, da, nee, da oben nicht keiner, oder? Hinter dem vielleicht? Hauen halt auch einfach nicht ab, ne? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Dann schieße ich halt alle. Jetzt habe ich aber schon vergessen, wie viele wir geschossen haben. Und jetzt müssen wir sie erstmal einsammeln. Da vorne liegt auf jeden Fall einer. So viel steht mal fest. Und da hinten müssen, glaube ich, boah, drei männlich. Aber auch die hauen auch nicht ab, ne? Die juckt es auch einfach gar nicht. Aufmerksam, aber hauen halt nicht ab. Aber gut, die sind noch 260, 270 Meter weg. Die werden gleich abhauen, wenn ich jetzt hier rumkomme zum Einsammeln meines Wapitis. Und dann da hinten hingehe, um meine anderen Tierchen einzusammeln, die da hinten noch irgendwo liegen müssten. Aber komisch, was der erste, oder ist der hier rübergetrieben vielleicht irgendwo? Ist auch ins Wasser gefallen? Aber gut, wir müssen ja die Anschlüsse da haben zur Not, damit der Hund uns ja da retten. Da liegt nämlich einer, aber das ist nicht der, den wir als allererstes geschossen haben, ne? Der, was war der? Bis 477 oder so? Hier haben wir noch ein Gold auch. Nein, für den 81 wäre Dia, also kann er denn auch nicht Dia sein. Hier war schöner Nackenschuss auf den. Und jetzt mal gucken, was da hinten eigentlich passiert ist. Zwei Wapitis und ein Schwarzbär sehe ich auf jeden Fall liegen. Der Rest, keine Ahnung, wo der Rest ist. Aber ich weiß auch nicht, wie viele sein müssten, um ehrlich zu sein. Hab ich gar nicht mitgezählt. Egal, wir gucken uns erstmal an die wir geschossen haben. Das ist zum einen der hier, das ist, glaube ich, so ein kleiner gewesen. Maybe der Zweier vielleicht sogar. Aber ich glaube, der Zweier ist da hinten den Berg hochgegangen, oder?
Das hier ist, nee, ein Dreier tatsächlich. 301er Silberwertung. Ja, hier unten ist auch irgendein Vapid, hier aber auch nicht allzu groß. Hat auch ein Dreier mit doppelten Lungentreffer. Hier unten noch keinen Anschluss mehr, ne? Von dem erst, aber hier ist noch ein Lungentreffer zum Beispiel. Hier ist auch noch einer. Ja, das ist ja von dem Bär, okay. So, wir gucken uns erstmal den Bären, was das für eine Farbe ist. Also für mich das ist schon brauner, ne? Braun wäre selten bei denen, oder? Dunkel ist das. Das ist dunkel. Junge, brauner als der geht es ja gar nicht. Als ob das ein dunkler Bär ist. Ah gut, dunkel nicht so selten. Dann können wir den streichen, aber wir hatten ja hier noch einen Lungentreffer irgendwo. Hier nämlich. Müssen wir jetzt mal gucken, wo der hingezogen ist. Sich irgendwo die Pferde von alleine. Wenn nicht, dann brauchen wir den Hund. Da vorne ist auch noch ein Lungentreffer, sehe ich schon. Aber ich glaube, ohne Hund kommen wir hier tatsächlich nicht selber aus. Denn ich sehe keine weitere Pferde von hier aus. Zumindest in der Hanglage eben war das ein bisschen schwierig. Ey, Hund. Hast du Bock oder? Was für bei Fuß? Da unten ist ein Pferd, aber das ist halt nicht die Pferde, die ich hier brauche, ne? Ja, okay, Hund sagt, heute ohne mich, oder was? Der hängt da irgendwie fest. Na, perfekt. Ich hoffe, der löst sich gleich, wenn ich jetzt hier weit genug weglaufe. Na, guck mal, hier ist auch noch eine Fährte. Dann verfolgen wir erstmal die, würde ich sagen. Auch wenn es eine andere Schweißpferde ist, als die, die ich eigentlich verfolgen wollte. Aber da vorne sieht man auch schon liegen. Den Petit. Mal gucken, was das für einer ist. Einmal abchecken. Ah, guck mal, der andere liegt daneben. Ah, perfekt. Hoffentlich ist einer von der Vierer dann. Und ist dabei. Das ist der kleine Zweier. Und das hier könnte der Vierer sein. Ja, ist er tatsächlich 443. Also schon kein schlechter, einfacher Lungentreffer. Auch ein gutes Geweih. Aber noch weit entfernt von Diamant. Alter. Ich komme hier raus und die brüllen mich hier an, die Viecher. Junge, das klingt ja gefährlicher als alles andere. Aber einen Pre-Bison haben wir schon, ne? Hallo, Bison. Na? Alter! Guck mir die Sonne, ey. Ich will doch hier auch nur lang, wenn ihr auch lang wollt. Ja. Mach du mal da deinen Warnhof, aber bleib. Oh ne, ist aggressiv, Alter. Oh nö, ne? Oh nö. Ja, was soll ich mit dir machen, mein Freund? Was soll ich mit dir machen? Du wolltest das nicht anders. Ich kann da jetzt auch nichts für. Ich konnte da jetzt auch nichts machen. Ich wollte da vorne Vapitis jagen gehen. Und dann kommst du und stellst dich in den Weg. Und dann beschwerst dich hinterher, dass du tot bist. Ja. Pech gehabt. So, jetzt sind wahrscheinlich alle meine Vapitis, die ich da vorne freudestrahlend stehen hatte, sind jetzt wahrscheinlich alle weg. Weil ich hier kurz Gesellschaft bekommen habe von so einem Reri-Bison. Was wir gar nicht haben wollten. Gucken wir trotzdem nochmal schnell über die Kuppe. Vielleicht haben wir Glück, dass die vielleicht auf der hinteren Seeseite stehen. Weil dann ist vielleicht... Oh ja, da hinten, da stehen noch welche. Allerdings auch nur weibliche, wenn ich es richtig sehe. Und da unten habe ich einen Schwarzbär, der da wegrennt. Okay, also wenn da welche gewesen sind, sind die aller Voraussicht nach auch weggerannt. Weil ich hier schießen musste. Das sind aber halt auch so Fälle, die hatte man halt vorher nie, wo die Rennerdistanz dann einfach höher war. Umgeben von den Zelten. Denn, ja, jetzt reißt du so ein Zelt auf einmal, bist halt mitten in so einem Bison-Fraßgebiet. Was halt sonst nie ein Problem war, aber jetzt stehen die Bisons halt dann da und dann wird's zu einem Problem. Dementsprechend gut. Wir haben jetzt leben, aber hier haben wir auf jeden Fall zwei Vapitis noch. Die stehen aber. Also, der eine steht, glaube ich, zu mir hin, der andere steht zu mir abgewandt, ne? Und leider, glaube ich, genau falsch rum, wenn ich es sehe. Ich könnte eher den hinteren schießen als den vorderen, sage ich. Es sei denn, wir treffen wieder den Genickschuss. Boah, wie haben wir den getroffen? Weiß ich nicht. Nicht so gut, aber mit drei Schüssen. Kommt der im besten Fall auch nicht mehr allzu weit, läuft mir sogar hier entgegen.
gegen, dass wir den hier vielleicht sogar abfangen können. Ja, vorne habe ich ihn gerade gesehen, oder? War er das noch? Oder? Ne, vorne liegt er schon. Perfekt. Da vorne liegt er schon. Und der erste wieder mit einem Genickschuss sauber gestreckt. Dann holen wir uns also die beiden hier noch. Klar, den haben wir natürlich verschossen, logischerweise, durch die drei Treffer. Aber hat jetzt auch kein Dia-Potenzial gehabt. Bei den Wapitis, da müssen wir halt echt, die haben wir schon mal, glaube ich, gejagt in einem Samstagsvideo oder schon zweimal vielleicht sogar. Aber da müssen wir halt wirklich einfach mal killen, killen, killen und irgendwann wird halt ein Dia dafür reinkommen. Deshalb immer schön die Männchen alle ausdünnen, die wir sehen. Und das haben wir heute auf jeden Fall erfolgreich getan, sogar verschossen. Ah, gut, Schädel ein bisschen mit erwischt. Halswirbel allerdings auch und dann in seinen Schädel rein. Na gut, passiert. Ey, aber auf jeden Fall ein paar Wapitis geschossen und vor allen Dingen Bären gesehen. Bärengrind incoming. Irgendwann in den nächsten 20 Jahren. Das ist gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.